Meine Damen und Herren von der Linken, Ihr Fraktionsvorsitzender Oskar Lafontaine bescheinigte der DDR unter Erich Honecker, Zitat, ein wirtschaftlich leistungsfähiger, innenpolitisch stabiler und außenpolitisch selbstbewusster Staat geworden zu sein. Er bezeichnete die Wiener Vereinigung im Jahr des Mauerfalls als, Zitat, historischer Schwachsinn, ein Schlag ins Gesicht der SED-Opfer. Wie gut, dass es Politiker gab, die sich an die Präambel unseres Grundgesetzes erinnerten, die größer dachten wie Helmut Kohl. Sie, meine Damen und Herren von der AfD, missbrauchen demokratische Rechte, um am Ende unsere Demokratie auszuhöhlen. Deshalb ist es auch ein Hohn, dass Sie sich die Losungen und Bilder der friedlichen Revolution aneignen und wie gut, dass es Gerichte gibt, die Ihnen genau dies verbieten. AfD und die Montagsdemos der friedlichen Revolution haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Manfred Stolpe erklärte Wiedervereinigung als ausgesprochen friedensgefährdend. Die friedliche Revolution muss aber unbedingt, ja, auch daran darf man heute noch erinnern, könnte dazu noch sehr viel mehr sagen. Ich komme zum Schluss. Natürlich ist die Bundesrepublik nicht die DDR, aber 30 Jahre nach deren Ende tauchen einige ihrer Merkmale gespenstisch wieder auf. Und schuld daran sind gewiss nicht die Populisten, sondern die Kryptosozialisten in den Altparteien, bald wohl wieder Blockparteien. Lassen Sie ab von Ihrer Arroganz, nehmen Sie die heutigen Dissidentenstimmen ernst, treten Sie mit ihnen in den Dialog. Die DDR sei Ihren Mahnung. Vielen Dank. Ich war im Herbst 1989 28 Jahre alt. Ich habe unweit von hier in der Invalidenstraße an der Humboldt-Uni gearbeitet. Ich war am 7. Oktober nicht im, sondern vor dem Palast der Republik. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen, dass damals demonstriert worden ist. Ich war an diesem 7. Oktober danach in der Schönhauser Allee. Ich habe gesehen, wie Menschen zusammengeschlagen wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen, darüber können Sie ruhig lachen, aber das passt zu Ihnen. Und, aus der SPD hören wir vermehrt Stimmen. Die schwarze Null, riesiger Fehler. Man müsse eigentlich mit der Schuldenbremse Schluss machen. Und jetzt kommen die Kollegen der Grünen. Der politische Geschäftsführer Michael Kellner fordert tatsächlich eine Aufweichung der Schuldenbremse. Meine Damen und Herren, das sind genau die drei Parteien, die sich jetzt anschicken, im zwar kleinsten, aber überschuldesten Bundesland, nämlich Bremen, auch noch Regierungsverantwortung zu übernehmen und die Wahlverlierer Carsten Sieling wieder zum Bürgermeister zu wählen. Sie sind das. Sie sind die Verschulder in diesem Land, um das in aller Klarheit zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, zur Wahrheit, zur geschichtlichen Wahrheit gehört dazu, dass Sie sich vor 10 Jahren hier im Deutschen Bundestag kraftvoll enthalten haben, außer Florian Tonka, das gehört zur historischen Wahrheit dazu. Sie haben sich kraftvoll enthalten. Sie haben damals keinen Beitrag zur Schuldenbremse geleistet und so viel zur Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit und Ihres Antrages. Liebe Kollegen, gelegentlich muss man in die Protokolle reingucken und dann sieht man, wer wie abgestimmt hat. Und dann merkt man auch, ob das hier politische Show ist oder politische Ernsthaftigkeit. Ich verbuche das unter politischer Show. Die Angriffe von der linken Seite des Hauses gegen diese Schuldenbremse zeigen, dass die FDP damals recht hatte. Wir hätten sie noch härter machen sollen. Wir sollten jetzt die historische Chance ergreifen, die Schuldenbremse ein Update zu verpassen und sie noch härter zu machen, auch für zukünftige Generationen von Politikerinnen und Politikern. Vielen Dank. Herr Kollege Dürr, wir in der damaligen Situation, wir hatten Rot-Grün hinter uns, 4 Jahre große Koalition, waren gerade auf dem aufsteigenden Ast, Abbau der Arbeitslosigkeit, Rückgang der Schulden und dann kam die Finanzkrise. Wer in so einer historischen Situation sich in die Büsche macht, so wie Sie, und mit fadenscheinigen Argumenten sich enthält und heute, 10 Jahre danach, einen riesen Klamauk hier veranstaltet, glaube ich, der sollte erst mal in sich gehen und wirklich nachdenken, ob es nicht besser gewesen wäre, dass man in so einer historischen Situation einen Paradigmenwechsel der deutschen Haushalts- und Finanzpolitik, ob man dort die Ärmel so verschränkt sich enthält oder ob man dabei ist. Herr Kollege Dürr, es ist sehr unglaubwürdig, was Sie hier machen.
ja, richtig ist. Und dazu, Kollege Dürr, ein Stückchen Verantwortung für das ganze Land gehört auch dazu und nicht nur einfach Kasperletate hier zu veranstalten. Ich sage das mal sehr deutlich, das, was einige Länder da gemacht haben, grenzt an kriminelle Energie. Das heißt, ja, aber auch die FDP. Gucken Sie sich mal Rheinland-Pfalz an. Hören wir, ich sag Ihnen eins, hier auf den anderen mit dem Finger zu zeigen, hilft nicht. Hier sind wir alle in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Geld, was der Bund Ländern und Kommunen zur Verfügung stellt, auch dort ankommt, wo es hingehört. Und wer hier anfängt, Parteipolitik zu machen, der verfehlt das Thema völlig an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sind in Rheinland-Pfalz mit einer Regierung. Gucken Sie sich den sozialen Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz an, Herr Kollege. Und ein ganz kleiner Hinweis noch zum Schluss. Im Jahre 2018 ist in einem einzigen Flächenstaat Deutschlands die Pro-Kopf-Verschuldung nicht gesunken, sondern sie ist gestiegen. In einem einzigen, nämlich in Schleswig-Holstein. Und nach meinem letzten Kenntnisstand regieren Sie da noch fleißig mit. In Schleswig-Holstein? Welche Botschaft können wir also abschließend an das Land senden? Wenn Sie als FDP sagen, wir machen die Schuldenbremse härter, indem wir sogar öffentlichen, privatrechtlichen Institutionen Kredite versagen wollen, dann ist das ökonomisch Unsinn. Das können Sie nicht wollen. Ich meine, wo wollen Sie denn landen in Ihrem Kompetenzfeld Wirtschaft als FDP? Die Wirtschaftswissenschaft versteht Sie gar nicht mehr. Wenn die Ihren Antrag lesen, dann sind die ratlos. Und deswegen sage ich Ihnen, reden Sie ideologiefreier über Investitionsförderung im Rahmen der Schuldenbremse. Das gibt Zukunftsvertrauen. Das ist die Herausforderung, die die Gesellschaft von uns erwartet. Und in diesem Sinne werden wir Grünen weiterarbeiten. Und ich bin gewiss, wir werden viele Unterstützer finden. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wir von der SPD wollen auch die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und dafür werden wir kämpfen. Ich sage Ihnen auch gerne, warum. Es ist einfach ungerecht, wenn eine Friseurin 35 Jahre hart arbeitet und mit 500 Euro Rente nach Hause geht. Und da ist es uns völlig egal, ob sie mit einem Chefarzt verheiratet oder nicht. Als es dann im Bundesrat darum geht, weil die SPD wackelte, die Mehrheiten zu besorgen, haben die Grünen, das will ich ausdrücklich sagen, und die FDP in ihren Landesregierungen dafür gesorgt, dass wir die haben. Denn welche drei Länder haben die Schuldenbremse abgelehnt? Berlin unter Führung von Herrn Wowereit, der ist in der SPD. Schleswig-Holstein mit einer SPD-Regierungsbeteiligung und sehr zum Schanden des Kollegen Rehberg, weil er auch ganz schnell vorher schon in den Bund gegangen ist, Mecklenburg-Vorpommern, Ihr Bundesland, Herr Rehberg, unter der Führung der SPD und CDU. So war das. Und das ist das, was wir bei der Frage Schuldenbremse festhalten wollen. Weil wenn es auf den Punkt ankommt, und das sage ich jetzt auch mal vermittelt, weil ich manchmal auch diese ewige Keilerei zwischen Grünen und FDP langweilig finde, dann kann man sich auf Liberale und Grüne verlassen, wenn es um die Frage geht, wie wir in die Zukunft gehen wollen, meine Damen und Herren. Sie stellen in Ihrem Antrag auf einen Begriff ab, und den finde ich sehr sympathisch. Sie sagen, es geht um Generationsgerechtigkeit. So, und das war genau das, was uns angetrieben hat. Wir haben gesagt, wir können nicht zukünftigen Generationen immer mehr Schulden überantworten. Und das haben wir erreicht. Wir haben bei der ich schaue mir die Schulden an, und zwar auch noch meinem Redebeitrag. Ich habe Schulen verstanden, guter Mann, und ich werde auch darauf zukommen. Meckern Sie nach 6 Minuten. Vielen Dank. Dann fahren wir fort in der Debatte. Nächster Redner ist der Kollege Birjan Dirsaray für die FDP, dem ich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren möchte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Und heute Abend sind wir ja beim Sommerfest. Die Getränke gehen selbstverständlich auf mich. Warum erwähnen Sie nicht einmal, dass sich durch die 100%-Zölle auf serbische Waren durch den Kosovo, der weiterhin ja kein Mitglied der Vereinten Nationen ist, die Spannungen zwischen Pristina und Belgrad massiv erhöht haben? Ich finde es unerträglich, dass die Bundesregierung auch noch das Militär eines solchen völkisch-nationalistischen Regimes mit aufbaut, im Wissen, dass Tadic und Co. mit
weiteren Grenzveränderungen auf dem Balkan drohen und Minderheiten wie Serben und Roma im Kosovo politisch verfolgt werden. Von Ihnen hier immer wieder in Deutschland groß angeforderte Haltung würde ich mir auch gegenüber dem völkisch-nationalistischen Regime in Kosovo auch mal wünschen, diese Haltung. Und Herr Juratovic, ich weiß nicht, wo Sie Geografie gelernt haben, wenn Sie Mazedonien als Innenhof von Europa, Nordmazedonien als Innenhof von Europa bezeichnen, das würde bedeuten, die Türkei ist ein Teil von Europas. Das ist sie nicht. Und wir sehen den Balkan, wenn überhaupt, als ein Vorhof von Europa. Ja? Dankeschön. Mich hat doch gerade verwundert, wie konsequent der Kollege Büstron den neuen Namen des Landes vermieden hat, wo doch sogar der Kreml Nordmazedonien als neuen völkerrechtlichen Namen von Nordmazedonien anerkannt hat. Normalerweise liest man bei der AfD ja die Kreml-Bulletins sorgfältig, deswegen wundert mich das schon ein bisschen. Zum Thema Makedonien. Griechenland hat den größten geografischen Teil Makedoniens als Staatsgebiet. Es gibt einen Teil Makedonien in Bulgarien und es gibt einen Teil Makedonien, was den Staat heutzutage darstellt. Also welches Problem haben Sie damit? Ja, welches Problem haben Sie damit? Wir haben jetzt aber keine Dialogveranstaltung hier, sondern wir fahren jetzt fort in der Debatte. Die Frage ist beantwortet. Ja, vielen Dank. Dann wollen wir fortsetzen. Ja, früher galt die internationale Solidarität zur Linken noch was. Aber das, was der Kollege Neu hier vorgeführt hat, war nun wirklich ein einziges Abwatschen eines Genossen, nämlich von Alexis Tsipras. Der hat dieses Friedensabkommen von Presta gegen den wütenden Widerstand der Bruderpartei der CDU, der Neodemokratia und der offenen Nationalisten in Griechenland durchgesetzt und muss sich hier von einem Vertreter der Linkspartei bezahlen lassen, das sei alles eine Verschwörung des CIA. Also wo leben wir denn? Morgen kommst du mit Chemtrails oder was? Das Auswärtige Amt, das bereits apostriert worden ist, der Kollege Roth sitzt ja da, er tut nur so, als ob er arbeiten würde, weil das ein Thema ist, das ihn sehr interessiert. Nein, er arbeitet sonst sehr viel, lieber Michael, aber ich weiß, dass er das Thema der Mitgliedschaft Nordmazedoniens und Albaniens gerade beim Europastaatsminister ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und ich will das einfach nur... Herr Schmidt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Trittin? Trittin, ja, weil er da... Ja, nee, aber Trittin ist da, er hat sich da gemeldet. Der hat sich in Ihrem Rücken gemeldet. Sie stellen aber nicht die Zwischenfrage, die jetzt eigentlich Kollege Roth stellen wollte. Bitte. Mein Manuskript ist schon wieder völlig durcheinander gekommen. Und ich denke, das sortiere ich jetzt. Und ich sage Ihnen auch wie, Herr Brandner, warten Sie mal ab, vielleicht lernen Sie dann was. Was ist denn das für eine verquere Vorstellung von Familie, die Sie haben? Bei der AfD interessiert mich, Sie haben sowieso ein verqueres Familienbild. Aber was ist denn das für ein Bild von Familie, was Sie hier entwickeln, wo Kinder und Eltern ständig im Konflikt miteinander sein würden und der Staat jetzt intervenieren würde? Das ist doch nicht die Realität. Die Realität ist, dass Sie Elternrechte stärken, wenn Sie die Rechte der Kinder stärken. Dazu müssten Sie mal wissen, was Kinderrechte sind. Und zweitens, Sie haben gar keine Ahnung, was Grundrechte offenbar sind. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, nicht in der Familie gegen die Eltern. Das heißt, wenn ich die Kinderrechte im Grundgesetz stärke, dann stärke ich Abwehrrechte gegenüber dem Staat und nicht gegenüber den Eltern. Gucken Sie noch mal rein, dann sehen Sie das. Wobei nur am Rande der bekannte und berüchtigte Umgang der Grünen mit Kindern erwähnt sei. Ich sage nur Frühsexualisierung, diese Pädophilie können Sie und jetzt leider nicht mehr machen. Sie müssen mit einem Punkt meine Damen und Herren. Braucht das, fragte einer von Ihnen, das war, glaube ich, der Herr Grundl beim letzten Mal. Herr Brandner, ich gebe diese Ihre Frage Redezeit ist zurück. Abgelaufen. Ich gebe diese Frage gerne zurück. Und ich zurück. Bin gehalten, Ihnen dann das Wort zu entziehen, wenn ich Sie gebe, nach der nein, zweiten Ermahnung jetzt nicht den Punkt setzen. Ich gebe diese Frage setzen. Zurück, das braucht es nicht genauso wenig wie Sie. Dankeschön. Als Mutter von drei kleinen Kindern und als jemand, jetzt hören Sie doch mal auf, immer dazu zwischen zu quatschen, Sie wollten hierher, also müssen Sie mir jetzt auch zuhören. So. Wir haben den Koalitionsvertrag selbstverständlich unterschrieben und Sie haben offenbar, Herr Müller, meiner Rede nicht zugehört bisher.
Und das ist das Problem, dass von den Seiten rechts und links dieses Parlaments diese Debatte missbraucht wird, um hier Gerüchte zu streuen. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben uns eben vorgeworfen, wir würden die Kinder als Eigentum der Eltern betrachten. Das ist Ihr Verständnis von Familie. Das ist nicht unser Verständnis, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir auch eine andere Politik als Sie. Ja, wir brauchen Nord Stream 2. Aber was wir ganz sicher nicht brauchen, ist die AfD mit ihrer Nullkompetenz in Energiefragen. Sie brauchen wir ganz gewiss nicht. Wer den menschgemachten Klimawandel leugnet, wer meint, dass wir weiterhin auf Kohlekraft und Atomkraft setzen müssen, der hat jegliche energiepolitische Glaubwürdigkeit verspielt und er sollte hier kleinere Brötchen backen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, ich zitiere jetzt mal einen Wirtschaftsminister, Zitat, Sanktionspolitik ist weder ein geeignetes noch ein angemessenes Instrument zur Beförderung nationaler Exportinteressen und der heimischen Energiebranche. Recht hatte dieser Wirtschaftsminister. Aber das war nicht der amtierende Wirtschaftsminister. Der ist in dieser Debatte abgetaucht. Das war Sigmar Gabriel, ein Sozialdemokrat, der hier Position bezogen hat. Ich würde mir wünschen, dass Herr Altmaier auch an dieser Stelle mal klare Worte Richtung USA schickt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Muss ja einen wunden Punkt getroffen haben, dass Sie jetzt hier so eifern für den Kollegen von der Union. Klären Sie das mit Ihrem amtierenden Wirtschaftsminister, solange er noch Wirtschaftsminister ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Grimmels, es ist ja richtig, dass sich da einige wegducken. Auch der Wirtschaftsminister duckt sich weg. Das Problem ist, die Bundesregierung duckt sich komplett weg. Auch der Außenminister Heiko Maas aus Ihrer Partei wird jede Woche vom US-Botschafter vorgeführt. Wo ist denn der Außenminister in dieser Frage, dass wir eine souveräne Energiepolitik machen, dass wir eine souveräne Außenpolitik machen, dass es um Interessen von Deutschland und Europa geht und dass es nicht um Interessen von Fracking-Gas aus Amerika geht? Auch der Außenminister Heiko Maas taucht völlig ab. Und da sage ich Ihnen eins, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, wer demonstriert denn zusammen mit Gegenwind gegen jedes neue Windrad? Das heißt doch nichts anderes. Sie leugnen nicht nur den Klimawandel, Sie sind nicht nur gegen das EEG, Sie untergraben täglich unsere Energiesouveränität, indem Sie unsere Importabhängigkeit in die Höhe treiben. Und deswegen nehme ich Ihnen das nicht ab mit den deutschen Interessen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum ich Ihnen das nicht wirklich abnehme. Ich sage Ihnen auch gerne, warum ich Ihnen das nicht abnehme. Eine Partei, deren Abgeordnete meinen, sie müssten Wahlkreisbüros in Russland aufmachen. Eine Partei, die gegen völkerrechtliche Vereinbarungen auf die Krim reist, mit Diplomatenpässe und das anschließend als Privatreisen ausgibt. Eine Partei, die einen Abgeordneten wie Herrn Frohnmeier in ihren Reihen hat, der offen in Russland als Einflussagent geführt wird. Eine solche Partei, er handelt nicht im deutschen Interesse. Das sind keine Patrioten, das sind vaterlandslose Gesellen. Herr Hilse, ich will Ihnen etwas sagen. Wir sind hier... Ich will Ihnen was sagen. Der Vergleich des Deutschen Bundestages mit dem Sportpalast ist historisch und politisch und moralisch verwerflich. Der Anteil von Gas an der Stromversorgung und vor allem von erneuerbaren Energien wird kontinuierlich steigen. Auf diesem Weg erreichen wir unsere Klimaziele. Manfred Weber ist ein guter Mann. Auf diesem Weg erreichen wir unsere Klimaziele ohne Versorgungslücken und ohne Abhängigkeiten. Ich finde es gut, dass die Fraktionen auch die Gelegenheit geben, mit Daniela de Ridder und mir Außenpolitikern zu diesem Thema das Wort zu ergreifen. Weil es doch, Entschuldigung, jetzt, wie konnte mir das passieren? Es tut mir wirklich leid. Diese Bewerbungsrede als Bundesaußenminister einer schwarz-grünen Regierung, die ist überall so angekommen.